Guten Tag, liebe Bundesbürgerinnen, Bundesbürger und alles, was so gendermäßig noch rumläuft da draußen. Ich begrüße Sie recht herzlich zur neuen Folge von Karl May Droppe. Das ist ja so, der Wiele hat damals gesagt, Karl hat er gesagt, als ich das übernommen habe, das ist wichtig, man muss mit dem Virus eins werden. Ne? Und der Drosten hat auch gesagt, das ist wichtig, du musst in den Virus einsteigen, damit du den verstehst. Und das habe ich jetzt gemacht. Also, wie Sie sehen, ist das ja so gelaufen. Also, ich bin jetzt eins mit dem Virus, ich kann da genau reingucken. Ne? Und wir sind uns auch ein bisschen einig, der Covid und ich, wie wir die Zukunft jetzt hier in diesem Land gestalten wollen. Also, er hat ja jetzt seine Tochter oder Sohn, ich weiß nicht, was das ist, der Omikron, das ist ja irgend so eine Abgabe. Ne? Und er hat jetzt gesagt, also pass auf, Karl, wir machen das jetzt so, wir sind jetzt eine Einheit und deswegen müssen wir mit einer Einheit auch zusammen irgendwie dadurch jetzt der Pandemie kommen. Ne? Und ja, es ist nicht so einfach. Nicht? Also versuchen Sie mal so jemand irgendwas klar zu machen, ne? Da das schädlich ist für den Rest von der Welt und für die Gastronomie und für die Kultur und sowieso und alles. Aber das ist auch jetzt scheißegal, wir kommen da durch, sage ich Ihnen. Wir sind also jetzt so weit, dass wir jetzt das Ganze wieder langsam abklingen lassen, ne? Dass es wieder runtergeht. Er hat gesagt, ich mache das jetzt, ich werde Omikron sagen, du warst sowieso nicht so gefährlich wie der Rest. Und deswegen werden wir jetzt über die Sommerzeit wieder ganz super groß, toll rauskommen. Und dann in der Winterzeit hat er sich überlegt, mal sehen, vielleicht komme ich mal zurück. Es gibt ja noch hier ganz andere Namen, die wir nehmen können. Aber ich habe ihn im Griff, Sie sehen das, meine Damen und Herren. Und ich glaube, dass wir das auch gemeinsam schaffen werden, der Covid und ich. Und wünsche Ihnen alle Gute. Ne? Bis zum nächsten Mal, Ihr Gesundheitsminister. Ne?